Die Allgemeine Erklärung für Menschenrechte wurde am 10. Dezember 1948 in Paris verkündet, um in turbulenten Zeiten der Angst und der Spaltung zurückzuerinnern an die allgemeine Würde der Menschen, vor allem dann, wenn unsere Richter diese vergessen haben. Du hast das Recht, deine Freunde zu besuchen, auch wenn versucht wird, dich mit einem betrügerischen Test in die Isolation zu schicken, weil du das Menschenrecht auf psychische Unversehrtheit hast. Zu Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten, zu Kulturveranstaltungen, darf von dir kein Test- und Impfnachweis verlangt werden. Du hast das Menschenrecht auf bedingungslosen Zugang. Du hast das Recht, Entscheidungen zu treffen, ohne dass von außen Druck auf dich ausgeübt wird, weil du das bedingungslose Menschenrecht auf ein Leben in Würde hast. Und natürlich hat niemand das Recht, dich zu einer Impfung zu zwingen. Du hast das Recht, sauerstoffreiche Luft zu atmen, egal was die Autoritäten sagen. Und du hast das Recht auf eine umfangreiche Aufklärung über Risiken und Nebenwirkungen von Medikamenten. Auch wenn der Staat und die Hersteller dem nicht nachgehen, weil du das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit hast. Wir haben das Recht, uns auf den Straßen zu versammeln und unseren Unmut zu äußern, ohne dass die Versammlung aufgelöst wird oder von Politikern, missbrauchten Polizisten terrorisiert wird. Denn wir haben ein Menschenrecht auf Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit. Wir respektieren die Ängste eines jeden Individuums. Aber sie sind keine Rechtfertigung dafür, Menschenrechte einzuschränken. Insbesondere dann nicht, wenn die Regierung den Kollateralschäden durch die Maßnahmen kaum Beachtung schenkt. Kein Mensch darf gezwungen werden, seine körperliche und geistige Gesundheit zu opfern, weil jeder Mensch wertvoll ist. Die Menschenrechte stellen das Fundament des Humanismus dar. Wird Zeit, dass wir das Fundament stärken und die Menschen über ihre Rechte aufklären.